Was war das für ein Geräusch? Anwar, wie viel Polizei ist dort? Mindestens 20 Mann. Meg, halte durch. Ich komme dich retten. Shaurya, bist du hier? Komm schon, beweg dich. Nein, sie haben Meg als Geisel genommen, um zu entkommen. Shaurya, mir ist egal, ob die Polizei kommt oder nicht. Ich bin sicher, dass du mich rettest. Bist du schon hier? Wo bist du? Warum bleibst du stehen? Weiter! Meg, versuch sie irgendwie abzulenken. Meg, tu etwas. Bitte tu etwas. Sieh her, Meg! Shaurya, ich weiß, dass du hier bist. Ich sehe und ich höre dich nicht, aber ich spüre, dass du hier bist. Bitte verzeihen Sie mir. Ich will zu meinem Sohn. Ich will mein Leben nicht opfern. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, mit Ihnen mitzukommen. Es tut mir leid, lassen Sie mich gehen. Stellen Sie sich vor, ich wäre Ihre Schwester. Lassen Sie mich gehen. Nehmen Sie eine andere Geisel. Du wirst für deinen Fehler bezahlen. Tu, was ich sage. Sonst werde ich dich umbringen. Komm jetzt mit. Sir, es wurde bestätigt, dass der Sohn von Raj Singhania auf der Party war. Und die Terroristen wollen ihn entführen. Aber wir wissen nicht, was sie wollen. Haben wir das Einkaufszentrum umstellt? Ja, Sir. Ich muss da rein, bitte. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie uns durch. Zur Seite. Meine Verlobte ist da drin. Nein. Sie ist schwanger. Doch, da drin. Lassen Sie uns durch. Hallo. Geben Sie uns Informationen. Sir, meine Familie ist da drin. Sie sind auf einer Geburtstagsparty. Beruhigen Sie sich. Wir geben schon unser Bestes. Aber unsere Familie ist da drin. Lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Verstanden? Raj! Hallo, Raj! Wir haben eine Frage, Sir! Hör zu! Raj, meine Familie ist da drin. Bitte tu etwas. Nehal, Shaurya, Mehek! Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe mit dem Kommissar gesprochen. Alles wird gut. Bitte! Ganz ruhig. Wir beginnen mit unserem Einsatz. Beeilung. Bitte, Raj. Beweg dich schon! Bitte! Bitte lassen Sie mich noch ein letztes Mal meinen Sohn sehen. Bitte. Ich bitte Sie, Sir, bitte. Bitte. Geh. Oh, danke. Neve. Gut gemacht, Meg. Mama, ich will mit dir mitgehen. Ich habe keine Angst vor dem Mann. Nehal, von jetzt an musst du dich um Karuna, Neve und den Rest der Familie kümmern. Und Neve, du bist doch ein tapferer Junge, oder? Bitte weine nicht. Ich komme bald zurück, okay? Jetzt komm aber! Wir müssen los! Komm! Sonst ziehe ich dich nach draußen. Hey! Geh sie holen! Komm! Zur Hölle mit euch! Kommst du nicht mal mit einer Frau klar? Lass die Waffe los, sonst schieße ich. Ich habe genug von dir. Ich sagte, du sollst keinen Fehler machen. Ich zeig dir, wozu ich in der Lage bin.
Ich wollte nicht, dass jemand unsere Gesichter sieht. Aber du hast uns das kaputt gemacht. Jetzt siehst du, wie wütend wir sein können. Jetzt brauchen wir unsere Gesichter auch nicht mehr verstecken. Dann zeige ich dir meins auch. Warum habe ich das Gefühl, ihn schon mal gesehen zu haben? Leute, macht euch fertig! Was soll ich nur tun? Ihr alle, stellt euch in einer Schlange auf! Ihr sollt euch in einer Schlange aufstellen! Shoria, wo bist du? Jetzt habe ich keine andere Wahl mehr. Ich muss euch alle umbringen. Ich habe dir gesagt, mach nichts Dummes. Wenn du jetzt nicht auf mich hörst, stirbst du. Du hältst dich für mutig? Warte nur ab. Jetzt kannst du zusehen, wie deine Familie stirbt. Diesen Tag wirst du dein Leben lang nicht vergessen. Und du wirst bereuen, was du getan hast. Und als erstes töte ich deinen Sohn. Setz dich hin! Setz dich! Bitte, bitte verschonen Sie sie. Ich flehe Sie an. Tun Sie ihr nicht weh. Shoria, wo bist du nur? Ich brauche dich wirklich. Shoria. Juhu, Shoria ist hier. Oh, Shoria Kanna. Was für ein Auftritt. Ich werde dich auch umbringen. Immerhin hat deine Frau uns die Arbeit erschwert. Eine Waffe auf Frauen und Kinder zu richten, macht dich nicht zu einem Helden, kapiert? Erschieß mich, wenn du dich traust. Na los doch! Denkst du ernsthaft, dass sie hier lebend rauskommt? Shoria, die bringen dich um! Bitte, stachle sie doch nicht auf! Die werden mir nichts tun, Mann. Das sind Feiglinge. Die legen sich nicht mit Männern wie mir an. Sie benutzen Frauen und Kinder, um hier rauszukommen. Sie sollten sich schämen. Was hast du in der Hand? Ich bring dich um!
alles in Ordnung. Mir geht's gut, Meg. Alles gut. Ja! 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 Mission erfolgreich. Lakshmi hat nichts getan. Nein, Sir, bitte lassen Sie das. Ich brauche keine Medikamente. Ich will nach Hause und mich ausruhen. Bitte, lassen Sie mich gehen. Shorya, sei nicht so kindisch. Bitte, Sir, hören Sie nicht auf ihn. Das ist eine Schusswunde und kein Kratzer. Aber glaubt mir doch bitte, mir geht's gut. Ich kann mir nicht erlauben, mich schläfrig zu fühlen. Ich habe so viel zu erledigen. Glaubt mir, es wird mir besser gehen, sobald ich mich ausruhen kann. Also lasst mich jetzt nach Hause gehen, bitte. Sei nicht so unvernünftig, Shorya. Willst du nicht, dass deine Wunden heilen? Sei einfach still und lass den Arzt seine Arbeit machen. Sir, bitte nicht. Mir reicht eine lokale Betäubung, okay? Was redest du denn für einen Unsinn, Shorya? Was ist denn so wichtig? Warum hast du es denn so eilig? Alles kann doch warten. Was hast du denn so Wichtiges zu tun? Ja, Shorya. Lass das doch. Das wird dir ganz sicher nicht gut tun. Du hast Schmerzen. Hör auf ihn. Ich halte den Schmerz aus. Ich bin kein Kind mehr. Ich habe gesagt, dass es mir gut geht. Bitte, lasst mich nach Hause gehen. Meinst du das ernst? Ja, Meg. Als du nicht bei mir warst, hat es viel mehr wehgetan. Das ist gar nichts. Halte bitte zu mir. Bleib bei mir. Okay, wir müssen ihn operieren, aber danach kann er nach Hause. Hey, Shorya, bleib dort stehen. Lass mich das Aarti machen. Shorya, was ist los? Shorya! Shorya! Ist dir schwindelig, Shorya? Ist alles okay? Shorya! Ja. Alles okay. Was war los? Hast du dich vor etwas erschrocken? Ich habe der Göttin diesen Zinnober geopfert. Lass mich ihn dir auftragen. Dann geht es dir bald besser. Hier. Hör zu, ich habe stechende Kopfschmerzen. Ich will einfach nur in mein Bett, okay? Ja, Shorya. Okay, lass gut sein. Wieder da. Du hast schon wieder alle wie ein Held gerettet. Ich hab dich lieb, Shorya. Was ist los, Shorya? Ist alles okay? Mama, geht es Shorya nicht gut? Nicht, mein Schatz. Shorya wurde sehr schwer verletzt. Er muss sich jetzt ausruhen. Du musst dich gut um ihn kümmern, damit es ihm bald wieder besser geht und er wieder mit dir spielen kann. Okay? Mama, ich helfe dir dabei, wenn du dich um Shorya kümmerst. Shorya hat sich um mich gekümmert, als es mir nicht gut ging. Und jetzt werde ich mich um Shorya kümmern. Danke, Neve. Neve, kannst du mich vielleicht in mein Zimmer bringen? Na klar, komm doch mit. Los, Shorya, tut das weh? Ist alles in Ordnung? Ich will mich nur umziehen. Was ist denn los? Gar nichts ist los. Du bist ein Held und hast alle Leute gerettet. Du hast eine Kugel abbekommen.
Ich dachte, dir wurde ins Bein geschossen. Aber weißt du, was ich glaube? Du scheinst eher geistig verwirrt zu sein. Das hier ist mein Kleiderschrank. Das sind meine Sachen. Du hast mir die Kleider gekauft. Erinnerst du dich nicht? Oder möchtest du, dich vielleicht gerade als Frau verkleiden? Meine Sachen waren da mal drin. Dir gehört dieser Schrank. Erst seit wir geheiratet haben. Shoria, warum bist du denn jetzt so wütend? Das war doch nur ein Scherz. Ja? Von mir war das auch nur ein Scherz. Du hältst dich für sehr lustig, hä? Was ist denn? Meg, plötzlich bitte. So schüchtern? Meg, bitte geh raus. Shoria. Meg, bitte. Shoria. Ich bitte dich, geh raus. Shoria. Er benimmt sich so merkwürdig. Shoria? Shoria, ist alles okay? Shoria. Shoria, was ist los? Was ist passiert? Was ist denn? Ich mache mir Sorgen, sag schon. Es ist alles in Ordnung. Es tut mir leid. Du fragst dich bestimmt, warum ich mich so komisch verhalte. Ich hatte einfach Schmerzen und wollte alleine sein. Ich wollte nicht, dass du siehst, wie ich leide. Das ist alles. Hast du den Verstand verloren? Wie kannst du sowas auch nur denken? Ich will dir helfen, damit deine Schmerzen bald nachlassen. Bitte schließ mich nicht aus. Shoria, bitte lass mich dir helfen. Lass mich dir helfen, damit es dir bald besser geht. Ich liebe dich, Shoria. Ich hätte den Verstand verloren, wenn dir etwas zugestoßen wäre, wenn du gestorben wärst. Du hast getan, was du tun konntest. Und jetzt bin ich dran. Los, setz dich hin. Ich mache dir jetzt ein altes Familienhausmittel und wenn du das dann trinkst, verspreche ich dir, wird es dir bald besser gehen. Okay? Danke, Meg. Ich weiß nicht, was ich ohne dich bloß tun würde. Sir, ich habe für die Ladus das beste Ghee benutzt. Ich will diese Puja machen, damit Shoria seine Schmerzen und seine Sorgen los wird. Liebe Göttin, gib bitte gut auf ihn Acht. Alles wird wieder gut. Wir müssen die Puja vor Sonnenuntergang abhalten. Wir sollten anfangen. Rufen Sie alle. Okay, Karuna, ich werde alle herholen. Sei doch nicht so stur, Shoria. Du musst zu der Puja gehen. Kannst du mir bitte verraten, was dich davon abhält? Shoria. Was ist denn jetzt schon wieder los? Er will nicht zu der Puja gehen, weil die Rituale bei einer Puja ihn so nerven würden. Wie überreden wir ihn bloß? Aber Shoria, ich habe diese Puja für dich organisiert. Immerhin bist du Gott sei Dank noch am Leben. Du musst doch einfach nur da sitzen. Jetzt komm, weigere dich bitte nicht. Bitte zwing mich nicht. Ich will euch nicht nochmal sagen, dass ich verdammt nochmal nicht an Pujas glaube. Zwingt mich nicht dazu, irgendein Idol um einen Segen zu bitten. Ich möchte das nicht, verstanden? Shoria, das ist doch kein Aberglaube. Wenn das nur Aberglaube wäre, wären wir beide nicht mehr am Leben. Es ist richtig, dass wir zu einem Idol beten, aber das Einzige, was zählt, ist unser Glaube. Und unser Glaube ist sehr stark. Wir können mit unserem Glauben Berge versetzen. Es war unser Glaube, der uns vor den Terroristen bewahrt hat. Wenn du nicht für dich gehst, geh wenigstens für uns. Kannst du das nicht einfach für mich tun? Ich werde nicht gehen. Basta. Meine Entscheidung wird sich nicht ändern. Hör auf, so wütend zu sein. Ich weiß, dass du nicht religiös bist. Stell dich doch bitte nicht so an.
Shoria, warte. Ich rede mit dir. Hör mir zu. Dolly. Wir sind noch nicht fertig. Lass gut sein. Vielleicht hat er Schmerzen oder sowas. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Seit diesem Vorfall im Einkaufszentrum ist er so merkwürdig geworden.